Nun geht es los. Schönen guten Tag mal wieder zu einer früher Folge, nach langer Zeit. Ich habe immer diese Tapes gehabt, bei mir zu Hause, irgendwo in der hinterletzten Ecke. Und das sind Vierspur-Tapes. Und darauf sind unsere allerersten Songs. Also wir sind ja gerade, die Beginner sind 30 Jahre alt geworden. Das wusste ich, weil wir quasi am 23. November unseren ersten Song aufgenommen haben, 1991. Keine. Und ich hatte immer diese Vierspur-Kassetten von diesem Vierspur-Rekorder, den ich damals hatte. Aber ich habe diese Vierspur nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Schön, wie das Internet halt ist, habe ich eine gefunden in Japan. Und die habe ich bestellt. Und die ist halt so der Style. Aber es funktioniert. Es funktioniert so, dass ich auf jeden Fall die ganze Zeit, also das geht nicht mehr zu, ist ja auch nicht schlimm. Und die Tasten muss ich gedrückt halten. So, und da habe ich hier unsere alten Vierspur-Tapes. Und kann das, macht das an und es sagt der Oberflash, uns da zu hören. Dieser folgende Song ist dann aber so Aufklärung wie. Guck mal her. Jetzt habe ich hier quasi A Cappella. Martin. Geil, Hype beginnt dann schon sich zu heben. Dann habe ich den Beat. Das ist die Drumbox, das war so eine Drummaschine. Und dann habe ich hier mit der Hand, wo sind die? Die Samples vom Sampler, der hatte kein MIDI, die habe ich mit der Hand eingespielt. Das Grüne und das Weiße, das finden wir einfach scheiße und wir wollen keine Bullenschweine. Wir wollen keine. Wir wollen keine. Das Ding ist, wir hören jetzt hier halt nur die Drum Machine und uns. Und sonst ganz leise noch Gitarre. In Wirklichkeit klingt es richtig fett. Wir wollen keine. Wir wollen keine. Wir haben auch alle die ganze Zeit an einem Mic gestanden, das auf eine Spur aufgenommen zu dritt und uns immer abgewechselt am Mikrofon. Und das alle zusammen in ein Mikrofon reingehört. Wir wollen keine. Gerne mal zu schnell. Ja, ein bisschen. Hammer. Das ist so krass, diese Tapes da reinzumachen. Ich habe das auch dann auf Kopfhörer gehört und dann echt vor 30 Jahren diese kleinen Hosenscheißer. Es gibt ja dieses unfassbare geile Buch, Hamburg, eine Stadt wird bunt, über die Graffiti-Szene von Hamburg, wie das losging, alles von 1980 bis 2000. Da machen die jetzt auch so eine Compilation mit Songs von damals und das war auch ein Grund, weshalb ich unbedingt hier diese Banner mal wieder hören wollte. Da habe ich nämlich einen Song gemacht für die Band, die hieß damals Dialektik. Züge und Wände werden Tag für Tag gebracht. Das war Mr. Schnabel und Neo hieß er später bei den Headliners. Ich weiß gar nicht, wie Olli bei Dialektik hieß, ehrlich gesagt, als Rapper. Keine Ahnung. Er wird es mir auf jeden Fall noch verraten. Und ich habe da auch mitgerappt. Ich habe den Beat gemacht. Wir haben das bei mir zu Hause im Kinderzimmer aufgenommen. Auf dieser Vierspur. Bundesbahn, wir sind die größten Feinde der Bundesbahn. Und jetzt kommt gleich eine unfassbar peinliche Strophe von mir. Was für ein geiles Gefühl ist es, deine Augen zu schießen zu lassen, wofür dich die meisten lieben und nur deine Gegner hassen. Du kannst es dir und all den anderen Gott nicht beweisen. Ja, du lässt einfach deine gemachten Züge durch die Lande krassen. Ob Beton oder Stahl, ob illegal oder legal. Ich sage es dir einfach in zwei Worte mal radikal. Der Mann hat Siegen und vor allem man Zügen. Lasst euch bloß immer kriegen, ihr dürft euch nie der Stadt verfügen. Deshalb bleibt niemals fern und brauchen immer neue Erden. Die Tag und Nacht kontinuier die Deutschland einfärben. Ja, mal diese Stadt von den Land doch endlich runter. Scratches. Beat. Ein unfassbarer Song auch. Never released, unreleased, exclusive shit. Exclusive. Party People. Das war unser erster Party-Song. Das war dann der zweite Track, den wir aufgenommen haben. Da waren wir noch 5 MCs. Lustigerweise sind die ersten drei, genau, Martin, Dennis und ich. Man höre den Sample von später Funk Flex totgespielt und die Cuts von mir. Wer sind wir? Ihr habt keinen blassen Schimmer. Doch wir sagen euch, wir sind die absoluten Beginner. Party People One ist mein Prädikat und mein Claim. Mache ich die gegenwärtige Vergangenheit. Bekam die ganze Rakete oder lasse es rocken. Und bin mit meinen Reimen im Begriff zu schocken. Nun darfst du keiner mehr setzen, auch nicht auf den Billingplätzen. Ihr sollt eure Lippen gegen Tiere schaffen zu wetzen. Nun geht es ab, ihr seid alle platt. Ihr seid der Staum, bis der ewig lang zu bieten hat. Ihr klatscht jetzt alle in die Hände. Und ich sag euch, wir machen Party ohne Ende.
Rappst du dann da auch? Wie rapp ich da auch? Ich weiß schon. Ich war ja gerade. Ja, hallo, das ist Dennis. Ich war der Erste. Du warst der Erste. Ich kenne euch überhaupt nicht. Krass. Body Bubble 2, das bin ich. Mit meinen kalten Reimen verzauber ich dich. Vom Frosch zum Prinz, vom Guten zum Bösen. Oder vielleicht auch von der Möwe zum Löwen. Hat der Nome nicht bekannt, so werde ich genannt. Meine Rahmen ist schneller als der schnellste Trabant. Rocken um die Party, wie der Rakete es tut. Sonst werdet ihr alle von mir ausgebucht. Werdet nun alle entspannt und locker, denn wir sind da. Gibt's heute Rapper Schocker. Party People, Babies. Party People, Babies. Im Hintergrund, ich scratche. Und dann hört man auch mal Timbales von mir. Martin. Wir stellen nun Goethe und Schiller in den Schatten. In sich in der Rap von zwei Platten, die sich hinter uns auf dem Plattenspieler drehen. Hey, ihr sollt tanzen und nicht stehen. Wir sind wie Mikrowellen, die euch bewegen. Ihr seid die Moleküle, die sich dadurch regen. Lasst es ungefiltert in eure Ohren, denn wir wurden auserkoren. Schon beim ersten Song einfach der tighteste Rapper von uns. Dann gibt's halt so geile Momente auf dieser einen Spur, wo man so hört, ich triez Martin dann irgendwo oder verarsch ihn, während er rappt. Also auch so völlig bescheuert, während man aufnimmt. Scratch so scheiße rum und er findet das nicht so geil. Hammer. Party People. Exclusive! Den einen oder anderen Song wird man dann auf dieser Kompilation, glaube ich, hören können. Eine Stadt wird bunt. Und die anderen Songs natürlich, die bringen wir auch raus und dann bringen wir sie alle zusammen auf die Eins. Tschüss.